Hallo und herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares. Ah, das letzte Mal haben wir. Das war schräg. Hier aufgehört, in diesem wunderschönen Klavierzimmer. Mit diesem super lustigen. Wie ist das gegangen? Ja, genau so. Mächtiger Geheimraum. Und ich habe mich auch ein bisschen umgesehen und ich muss sagen, das hat ganz schön gedauert, bis ich auf das gekommen bin. Das ist wirklich nicht leicht zu entdecken. Das ist wirklich, das war hart. Also, das war schon kurz bevor ich gesagt habe, nein, aus, es. Ich muss nachsehen, dass die Lösung ist. Auf das wäre ich irgendwie nicht gekommen. Das ist nämlich hier. Tada! Das hätte ich nie gesehen. Ja, hier sind wir. Verstehe. So, das heißt, ich muss nur noch nach rechts unten. Und dann sollten wir eigentlich alle Statuetten haben. Das sollten eigentlich alle sein. Ich frage mich nur, wer macht so ein kompliziertes Schloss? Schön, dass keine einzige nach vorne sieht, so wie die anderen. Egal, es funktioniert. Naja. Die zerbrochenen Spiegel und die Kälte, das ist ganz typisch für die Herrin. Was ich mich jetzt noch so erinnern kann, war es mit Six ja auch so. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich frage mich ja, warum sie die Spiegel zerbricht. Ich nehme mal an, dass sie die selbst zerbricht. Oder? Hat wahrscheinlich irgendwas mit ihrer Maske zu tun, die sie immer trägt. Ich frage mich, was? Ja, nee. Da hinten nicht. Oder ist das wieder so eine Puppe? Nein, hier ist sie. Okay. Das ist schon irgendwie unheimlich. Aber der Spiegel ist jetzt wieder ganz. Warum ist der Spiegel ganz? Ja, ist wieder eine Puppe. Wahrscheinlich wird das jetzt so, ich gehe da rein und das DLC ist vorbei und ich habe, was, 5 Minuten aufgenommen? Kürzeste Folge ever, yeah. Da hätte ich das ganze Suchen dann drin lassen können. Tja, weiß man leider vorher nie. Ich will einfach vorbeigehen, geht das? Okay, extrem hübsch war sie jetzt ja nicht, wie man unter der Maske vielleicht glauben könnte. Aber extrem hässlich auch nicht. Sie war halt. Sie sah ein bisschen zerronnen aus. Ich glaube, das trifft's. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist doof, dass sie mich gesehen hat. Das verheißt nichts Gutes. Aber interessant, jetzt ist der Spiegel auch kaputt. Das heißt, sie zerstört die Spiegel schon selbst. Weil sie, keine Ahnung, ihr Gesicht darin nicht sehen will. Aber jetzt hat sie es ja betrachtet. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl.
Na klasse. Sie weiß, dass ich hier bin. Und sie wird nicht eher Ruhe geben, bis sie mich erwischt hat. Stimmt's? Komm ich von der Höhe her nicht hoch. Was ist hier? Grüß. Erstmal kurze Verschnaufpause. Das ist so Horror mit der Herrin, der triggert mich immer. Dieses, da ist irgendwas und ab und zu sieht man ein bisschen was und es lauert und du weißt, wenn es dich erwischt, ist es vorbei. Das ist genau der Horror, der mich triggert. Warte mal, der Gang geht noch weiter. Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber hier komme ich. Nein. Dachte ich mir irgendwie schon. Das heißt, ich muss hier rein. Nein, nicht noch mehr Spiegel. Ich werde nicht auf das Glas treten. Die Tür zu oder die andere auf? Die Tür ist nicht zu. Okay. Das, die hier ist auf. Ist das jetzt gut oder schlecht? Eigentlich schlecht, oder? Weil sie uns damit jetzt nicht an. Da ist ein Spalt mit Licht. Ja! Was zum... Ah. Der... Hi. Das sah nicht gut aus. Oh, oh. So entstehen Wichtel. Aber warum hat sie uns nicht getötet? Warum in Wichtel verwandeln? Sehe ich nicht. Aber gut. Das ist ja nicht mal wirklich springen. Das ist ja nur... Wir sind ein Wichtel. Oh nein, ich bin im Gästebereich. Ich hasse den Gästebereich. Aber was ich in The Six gesehen habe, interessieren sich die Gäste für die Wichtel nicht? Warum eigentlich? Warum hat sie uns in einen Wichtel verwandelt? Und was können wir jetzt schon groß tun? Sind wir hier nicht mit Six auch durchgekommen? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wann das genau spielt. Kann ich mir das Ding schnappen? Nee. Lieber weg von denen, sonst finden sie mich... Wirklich noch lecker.
Zum Henker bin ich jetzt gelandet. Wo bin ich? Da liegt eine Wurst. Da ist noch ein Wichtel. Mehr Wichtel. Der Raum kommt mir irgendwie bekannt vor. Waren wir da mit Six? Warte mal. Diese Wurst. Dieser Raum. Nein. Ach, leck mich doch. War das nicht der Raum, wo uns dieser Wichtel die Wurst angeboten hat und sie hat den Wichtel gegessen? Nein, sie hat Kids gegessen. Oh. Armer Kid. Oh. Das ist ja mal mega gemein. Der arme Kid. Alter. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen Foreshadowing auf den zweiten. Weil ein kleines Stück vom zweiten habe ich auch gesehen. Entschuldigung. Hauptsache, weil es mich interessiert hat. Aber ich werde ihn dann sowieso selbst spielen, also. Aber Junge, das war gemein. Das war so richtig gemein. Armer Kid. Jetzt tut er mir richtig leid. Oh, Junge. Na gut. War eine kurze Folge diesmal, aber ja, wusste nicht, dass nur mehr so wenig fehlt. Hat trotzdem Spaß gemacht. Und war wirklich mal ein ganz anderes Spiel. Zweiter Teil kommt auf jeden Fall auch. Davor will ich aber noch was anderes machen. Aber zweiter Teil kommt auf jeden Fall. Na gut, Leute. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao.